Dies ist die Nummer 4 der Competition-Serie. Und zwar in grün, von einer Länge von 3,60 Meter und ein Wurfgewicht von 6 bis 12 Gramm. Hier kann man schon größere Gewichte ranhängen. Hier zum Beispiel ist eine Macherrasse aus unserem Hause dran. Und wie man vielleicht schön hören kann, befinden sich in ihr kleine Glaskugeln, was natürlich die Lockwirkung der Salmoniden schön erhöht. Zusätzlich könnte man natürlich noch ein T-Torp-Glasgewicht verwenden. Im Großen und Ganzen ist diese Route ideal für die Mitteldistanz. Modell 5 aus der Chukka Competition Routenserie. 8 bis 15 Gramm Wurfgewicht und 3,90 Meter Länge. Geeignet für alle gängigen leichten und mittleren Posenmontagen. Dies ist die Route Nummer 6 aus unserer Competition-Serie. Und zwar von einer Länge von 4,20 Meter mit einem Wurfgewicht von 10 bis 20 Gramm. Natürlich für größere Distanzen. Perfekt geeignet für Bombarden, größere Glasgewichte und natürlich auch für Montagen, wie ich es jetzt hier habe, für schwerere Posenmontagen. Der Mann kann. Wenn ihr richtig weit auf den See hinaus wollt, habt ihr mit dem Modell 7 aus unserer Chukka Competition Serie die richtige Route in der Hand. 4,50 Meter Länge und 15 bis 25 Gramm Wurfgewicht. Ideal für Bombarden, Spirulinos, Forelleneier. Und das gute Stück ist in Silber erhältlich. Dies ist die letzte unserer Competition-Routenserie, und zwar die Nummer 8 in der Farbe Rot, von einer Länge von 3 Metern und einem Wurfgewicht von 15 bis 25 Gramm. Hiermit könnte man zum Beispiel mit einem Eggfloat arbeiten für eine schöne Auftriebsmontage oder natürlich auch schon mit dem Bodentaster oder der Longcast-Spirulette. Ist natürlich perfekt für das aktive sowie für das inaktive Angeln. Musik.